Es sind zehntausende Menschen, die den drei Frauen auf der Bühne in der belarussischen Hauptstadt Minsk zujubeln. Keine von ihnen hat Erfahrung in der Politik und genau das gefällt vielen hier. Frischer Wind ist schließlich rar in der politischen Landschaft in Belarus. Ich habe die Hoffnung, dass mal jemand anderes an die Macht kommen könnte und dass die Wahlen zum ersten Mal fair sein könnten. Und dann sollte die Verfassung geändert werden, damit der Präsident nur zwei Amtszeiten hat. Der Präsident, für viele ist das gleichbedeutend mit Alexander Lukaschenko. Seit 26 Jahren regiert der 65-Jährige das Land. Und lange Zeit lief das nicht so schlecht. Lukaschenko sorgte für Stabilität und billiges Gas aus Russland. Doch heute sind ihm viele Belarussen überdrüssig. Ein Grund: Lukaschenkos Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Im Kampf gegen die Krankheit empfahl er, wahlweise Wodka zu trinken oder in die Sauna zu gehen. Außerdem liegt er mittlerweile mit dem Kreml im Clinch. In bewährter Manier ließ Lukaschenko mehrere Oppositionskandidaten Wochen vor der Präsidentenwahl entweder von der Wahl ausschließen oder gleich ins Gefängnis werfen. Mit ihren Ehefrauen hat er offenbar nicht gerechnet. Svetlana Tichanowskaja etwa tritt für ihren Ehemann an, der ein bekannter Blogger ist und im Gefängnis sitzt. Es ist eine Zeit, dass alle ihre Angst hinter sich lassen. Glaubt ihr, ich habe keine Angst? Ich habe jeden Tag Angst. Aber ich nehme all meinen Mut zusammen, setze mich über meine Angst hinweg, um zu euch zu kommen und um zu siegen. Dass Lukaschenko am Ende trotzdem zum Sieger erklärt wird, daran haben nur wenige Zweifel. Die OSZE hat bereits die Ergebnisse der letzten vier Präsidentenwahlen wegen Betrugs nicht anerkannt.